Shoppen mit einer Minimalistin. Wenn du jetzt das Thumbnail gesehen hast und dir denkst, hä, Moment mal, Minimalistin, Shopping, geht es überhaupt? Also, wenn du diesen Kanal kennst, du weißt, es gab mal vor, ja, schon ein bisschen einer längeren Zeit mein Video, wie das bei mir früher war. Also, ich war ja früher eine richtige Shopping-Queen und bin dann über ein paar Umwege zum Minimalismus gekommen. Und ich möchte dir einfach nur sagen, natürlich shoppen wir Minimalisten auch, weil klar, wir müssen essen, wir spätestens, wenn wir irgendwie neue Klamotten brauchen, müssen wir uns das auch kaufen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir tatsächlich auch benötigen, die wir kaufen. Aber der kleine, feine Unterschied ist nur, dass wir darauf achten, ja, was brauche ich denn wirklich? Also es geht gar nicht so um die Menge, wie viel man kauft, sondern ich finde eher, dass es sich an was wir kaufen, wie wir kaufen und vielleicht sogar wie oft wir kaufen, dass wir es daran festmachen können. Ein Tipp, den du immer wieder finden wirst, das ist auf jeden Fall statt auf Quantität, auf die Qualität und auf die Langlebigkeit der Produkte zu achten. Ich habe es früher anders gemacht. Ich ging ganz, ganz viel irgendwie einfach nur planlos umher, habe mir irgendwelche Dinge nach Hause geholt und nach einer Zeit gingen die dann schnell kaputt. Die waren meistens von einer geringen Qualität, Hauptsache günstig so ungefähr. Und dann, ja, musste ich die natürlich wieder neu besorgen. Ich musste mich da der Sache entledigen, man muss es entsorgen. Also all diese Aspekte, die ich heute jetzt so nicht mehr in mein Leben hole. Und ein weiterer Punkt, um vielleicht mal auf das Thema Lebensmittel einzugehen, das ist, finde ich, immer so der beste Startpunkt, weil wir alle müssen ja essen, ist auf jeden Fall auf regionale und saisonale Produkte zu achten. Also wenn wir uns Dinge kaufen, die jetzt keinen weiten Weg haben. Wir sparen uns so tatsächlich auch Geld, wir tun der Umwelt was Gutes und ich denke, so ein saisonaler Kalender, nachdem man sich ernährt, das ist doch immer eine ganz, ganz tolle Sache. Mehr solcher Tipps, also auch wie du mit dem Shopping-Impuls umgehst, die findest du bei mir in meinem neuen Buch 365 Tage Minimalismus und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch beim nächsten Video wieder dabei bist. Ciao, ciao.